Meine Damen und Herren, es ist mir kaum glaublich, dass 8 Jahre vergangen sind, seit wir damals im Institut oben am Nonnenstieg zusammengekommen sind, um den 1000. Film zu feiern. Und ich habe erst vor einigen Stunden mit Entsetzen festgestellt, dass ich damals bei dieser Gelegenheit auch über Ritualisation gesprochen habe. Nun werden Sie bei Betrachtung meines heutigen Vortragstitels sich denken, ja, arbeiten denn die in Seewiesen über gar nichts anderes als über soziale Bindung und Ritualisation? Und die Antwort ist eigentlich ja. Die soziale Bindung ist ein Urphänomen, das dem sozialen Verhalten eigentlich aller höheren Tiere, einschließlich des Menschen, zugrunde liegt. Und es sind tatsächlich eine immer wachsende Anzahl von uns, die darüber arbeiten. Es arbeitet eine ganze Gruppe von Leuten unter der Führung Wolfgang Wickles über Paarbindung. Und ich habe auch eine Reihe von Mitarbeitern, die speziell mit mir, Dr. Würdinger, Dr. Fischer und auch einige Doktoranden und ich arbeiten speziell bei Gänsen über soziale Bindung. Das Interesse daran hat seinen Grund darin, dass es offensichtlich ähnliche Vorgänge bei Menschen gibt, die auch hier dem sozialen Verhalten zugrunde liegen und deren Störung eine wesentliche Gefahr vielleicht für die ganze Menschheit bedeutet. Wenn ich von einem Urphänomen spreche, so darf das nicht missverstanden werden. Sagen wir mal, die Mendelsche Aufspaltung ist auch ein Urphänomen, die allen Erbvorgängen, die man kennen muss, weil sie sehr vieles erklärt und seinerseits, ihrerseits einer Erklärung bedarf. Durch Corinne de Vries und durch die moderne Erbforschung kennen wir ganz genau die Ursachen, die den Mendelschen Gesetzen zugrunde liegen. Nun, bei der Bindung ist etwas anders. Die Bindung ist ein funktioneller Begriff, etwa wie Skelett oder wie Flügel. Und die Ubiquität, die Verbreitung des Phänomens bei so sehr verschiedenen Lebewesen beruht darauf, dass es offenbar überall notwendig ist. So wie ein Stützskelett bei allen größeren Tieren notwendig ist, vor allem Landtieren. Das Wort, der Begriff, sagt nichts darüber aus, wie die Bindung bei verschiedenen Lebewesen zustande kommt. Und eben davon will ich heute reden. Wir behaupten also keineswegs, dass das, was ein Pärchen der monogamen Garnele Hymenoptera zusammenhält, etwa dasselbe sei, wie das, was zwei menschliche Freunde miteinander verbindet. Das Vorhandensein individueller Bindungen zwischen Tieren wurde merkwürdigerweise von Tierpsychologen geleugnet, die ich noch persönlich erkannt habe. Es hat zum Beispiel Behrens de Haan behauptet, es sei einfach nicht wahr, es sei einfach unmöglich, dass jede Möwe unter den Tausenden einer Kolonie ihren Partner persönlich kennt. Mit derselben Berechtigung könnten Sie sagen, es ist vollkommen unmöglich, dass ich unter den Millionen Menschen, die auf der Straße herumlaufen, einen bestimmten Freund mit Sicherheit als den wiedererkenne. Also das Wiedererkennen des Individuums hat nichts damit zu tun, dass es sehr viele andere Individuen gibt. Und die Kombinationsmöglichkeit, dasselbe können Sie von einem Schlüssel sagen, von einem dosischen Schlüssel, der eben Kraft der unglaublich vielen Kombinationen, die es gibt, ein Individuum ist. Es ist beim Untersuchen einer Erscheinung immer ein guter Plan, sie dort zu untersuchen, wo sie zum ersten Mal auf niedrigster Stufe im Tierreich auftritt. Das individuelle Erkennen wurde nachgewiesen in allerletzter Zeit von Uta Seibt an einer Garnele, Hymenoptera, bei der merkwürdigerweise Paare monogam zusammenhalten
Und zwar klebt das Männchen fest an einem bestimmten Weibchen. Er kennt sein Weibchen am Geruch wieder. Wir haben eben, Wickler hat eben mit einem Y-Labyrinth und Strömung nachgewiesen, dass das Männchen eindeutig zu seinem angestammten Weibchen zurück will. Was es nicht hindert, bitte lachen Sie nicht, andere Weibchen in der Nähe sind und begattungsreif sind, gerade in ihrem Zyklus nach, auch zu begatten. Aber dennoch kehrt er zu der Seinen zurück. Was es noch rätselhafter macht, wenn wir die Darwin'sche Frage stellen, wozu er das tut. Wir wissen nicht, wie häufig der Krebs im Freien ist. Es ist eine tentative Erklärung des Wozu dieser Monogamie, dass das Weibchen nur zu einer ganz bestimmten Phase, nämlich wenn es sich eben gehäutet hat, begattungswillig ist. Unmittelbar danach legt sie Eier, die hängen an ihren Pleopoden, und wenn die Eier geschlüpft sind, häutet sie sich und ist damit für ein neues Gelege, für einen neuen Gelege bereit. Das ist eine Bindung, die ganz isoliert dasteht, ganz merkwürdig ist. Wir untersuchen jetzt andere Krustaceen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel Stenopus, diese merkwürdige bunte Putzergarnele, die in Wirklichkeit gar nicht putzt, und die Crabis stenorhynchus ebenfalls monogame Paare bilden. Wozu das ist, wissen wir noch nicht, deswegen arbeiten wir daran. Wenn wir es wüssten, brauchen wir es nicht. Bei Wirbeltieren geht interessanterweise das individuelle Erkennen, der Paarbindung voraus. Wir kennen einen Fisch, dank der Arbeiten von Rosel Kirchhofer, bei dem sich zweifellos Individuen erkennen, und ohne aber eine Bindung zueinander zu zeigen. Was Bindung ist, werde ich gleich definieren. Bei einer Haplochromis-Art, die nach dem französischen Ichthyologen de Fontaine heißt, wobei man nie weiß, ob man Haplochromis de Fontainei oder de Fontainesii sagen soll, wie das bei englischen und französischen Namen immer ist, die man nicht weiß, wie man sie lateinisch aussprechen soll. Nun, dieser Fisch macht große Kolonien. Und zwar werden die Kolonien gebildet durch die Laichgruben der Männchen. Jedes Männchen besitzt ein kleines Territorium, das ist nur ungefähr so groß, und dorthin lockt es ein Weibchen leicht mit ihm ab und das Weibchen geht wieder. In diesen Kolonien kennt jedes Männchen seine Nachbarn individuell und ist nachweislich gegen seine Nachbarn weniger böse, als es gegen Fremde ist. Das heißt, der Schwellenwert seiner aggressiven Reaktionen liegt dem Bekannten gegenüber viel höher. Bloße Bekanntschaft hemmt oft Aggressivität. Was Sie wunderschön beobachten können am territorialen Verhalten von Menschen im Eisenbahncoupé. Es sitzt einer im Eisenbahncoupé, gibt vor zu schlafen, schnarcht, hat seinen Mantel ausgebreitet, kurz, er tut alles, um andere Menschen am Einsteigen in gerade dieses Coupé zu verhindern. Und jetzt kommt einer herein, und das ist nicht ein anonymer Artgenosse, sondern einer, den er kennt. Dann passen Sie auf, wie das Verhalten dieses Menschen von größter Unhöflichkeit in betretene, um Verzeihung bittende Höflichkeit umschlägt. Also Aggressivität, das braucht kein Freund zu sein. Es braucht nur einer sein, der ihn kennt. Über die Motive will ich mich weiter nicht auslassen, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls bloßes Bekanntsein genügt schon, um den Spiegel der Aggressivität ein wenig zu senken. So ist es bei diesen Fischen. Kirchhofer hat sich die Mühe gemacht, eine ganze Kolonie solcher Fische zusammenzufangen mit Netz, einzeln zu markieren und dann festzustellen durch Versetzungsversuche, dass tatsächlich, wie da kannte es jeden einzelnen Fisch individuell markiert, und die Fische kannten einander. Das Verhalten ist sinnvoll, weil ja der bekannte Nachbar ein Territorium hat, also nicht ein potenzieller Usurpator des von dem Einzelfisch besetzten Territoriums ist. Die gegenseitige Abstoßung der aggressiveren Fische bedingt natürlich automatisch ein Zusammenhalten derjenigen, die gegeneinander weniger aggressiv sind. Es ist also gewissermaßen eine negative Anziehung. Das heißt, es ist genau wie bei Elektronen. Ein ungeladener, ein negativ geladener, das heißt mit Elektronen besetzter Körper, zieht einen
geladenen, das heißt ohne Elektronen, elektronenlosen Körper deswegen an, weil der von allen anderen Seiten her abgestoßen wird. Also negative Abstoßung ist noch nicht Anziehung. Und Bindung nach unserer Definition hängt unmittelbar mit Anziehung zusammen. Wir reden von Bindung, wenn zwei Individuen durch Reaktionen, durch positive räumliche Reaktionen aufeinander, also durch Reaktionen, die durch das andere Individuum ausgelöst werden, zusammengehalten werden. Ein solches Zusammenhalten wird oft vorgetäuscht. Sie haben in tausend Märchen gehört, dass Störche in manchen Gegenden geradezu das Sinnbild der treuen Ehe sind, weil dasselbe Paar immer im selben Nest brütet. Es wird Sie vielleicht enttäuschen zu hören, dass die einander nicht einmal kennen. Sie haben gar keine objektiven Kriterien, die Ihnen sagen, dass ein Storch, genauso ist es beim Nachtreiher, seinen Ehepartner überhaupt kennt. Schütz hat denn einmal eine Beobachtung gemacht an beringten Störchen, dass eine falsche Störchin nach Hause kam. Der Storch, der Mann, kommt immer etwas früher aufs Nest im Frühling als die Frau. Und es kam eine neue Frau, eine fremde Frau, vor der angestammten Störchin. Und das nestbesitzende Männchen begrüßte die ganz genauso, als sei es seine vorherige Gattin. Und als die nach Hause kam, die wirkliche, beringte, individuell kenntliche Störchin, setzte es einen wilden Kampf zwischen den beiden Störchinnen. Und der Storch stand daneben und schaute zu, griff keineswegs etwa zugunsten seiner Gattin ein. Die alte Gattin siegte, die neue wurde vertrieben und er fuhr mit der alten dort fort, Nest zu bauen, wo er aufgehört hatte, mit der jungen zu bauen, bevor die angestammte Gattin nach Hause gekommen war. Es gibt also Tiere, die durch das gemeinsame Heim zusammengehalten werden. Heinroth redet von einer Ortsehe. Das ist also nicht eine Bindung in unserem Sinne. Die Bindung in unserem Sinne bedeutet räumliches Zusammenhalten der Individuen, wo immer es sei, unabhängig von anderen Faktoren, unabhängig zum Beispiel vom Vorhandensein von Kindern. Nun hat ein Wickler-Schüler, Dr. Lamprecht, an Fischen, an einer Tilapia-Art, an Tilapia Mariae, Vulgo Mariechen, nachgewiesen, dass bei denen eine wirkliche Bindung zwischen den Gatten besteht, solange sie keine Brut haben. In der Phase vor dem Ableichen kennen sich die Individuen und halten zusammen. Im Augenblick, wo Laich da ist, und noch stärker, wenn Junge da sind, erlischt das Interesse der Partner aneinander. Und sie sind dadurch zusammengehalten, dass beide sich für die Jungen interessieren. Man sieht sogar, dass sie einander dann vermeiden. Dann wollen sie gar nichts miteinander zu tun haben. Lamprecht hat durch interessante Umwegversuche, durch eingeschobene Trennwände, gezeigt, dass sie, wenn sie Junge haben, voneinander gar nichts wissen wollen. Und erst wenn die Jungen weg sind, sich wieder anfangen, füreinander zu interessieren. Ob sie dabei den vorherigen Partner bevorzugen würden, den sie vorher gehabt haben, das wissen wir nicht. Aber jedenfalls haben sie da gewissermaßen eine Ortsehe, eine Kinderehe, eine Brutehe, abwechselnd, phasisch abwechselnd mit einer wirklichen Bindung. Woran erkennen sich Individuen? Sie erkennen sich unglaublich gut, das wissen wir. Als meine jetzige Schwiegertochter ihre Doktorarbeit über Cichliden machte, haben wir bei sexuell nicht dimorphen Arten, wo man die Geschlechter fast gleich sind, geglaubt, das Geschlecht der einzelnen Individuen dadurch feststellen zu können, dass sie sich paaren lassen. Und dann auch bei Beobachtung der Paarbildung, jetzt wissen wir, dass ein Männchen ist ein Weibchen. Wenn man sie dann trennt, dann werden wir wieder das ganze Paarbildungszeremoniell sehen. Gar keine Rede. Die sagen sofort, ah, da bist du ja, und gehen ohne jede Paarbildungszeremonie dazu über, abzuleichen oder weiter sich fortzupflanzen, hören gewissermaßen dort auf, wo man sie unterbrochen hat. Und das machen sie noch nach vielen Wochen, vielleicht sogar Monaten. Wir haben nicht ausprobiert, wie lange das dauert. Ob es Fische gibt mit einer dauernden Bindung, die also
miteinander gehen, das ist so ein schöner österreichischer Volksausdruck, die gängen miteinander, nicht? Das heißt, dass ein junger Mann, ein junges Mädchen sichtlich eine raumzeitliche Bindung aneinander haben. Ob es Fische gibt, die frei von Territorialität in verschiedenen Gebieten aneinander hängen und zusammenbleiben, vor allem zusammen wandern, wie es also Vögel tun, das wissen wir nicht. Vielleicht tun es Pterophyllen. Das Erkennen des Artgenossen, das individuelle Erkennen, hat seine Grenzen. Nun, bei dem mir am besten bekannten Tier, bei der Graugans, hat das Erkennen des Individuums Grenzen, die merkwürdigerweise mit den Grenzen meiner Fähigkeit, Gänse zu erkennen, ungefähr zusammenfällt. Wir haben Fälle, in denen Bigamie, also ein Mann mit zwei Frauen, Bigynie, dadurch aufgetreten ist, dass ein Ganter zwei Schwestern nicht auseinandergekannt hat. Das heißt, sein Auseinanderkennen, der Ganter hieß Adola, das war noch in Bulden, und da waren zwei Schwestern, die sahen einander sehr ähnlich. Ich habe sie nur dann auseinandergekannt, also ohne auf Ringe zu blicken, bitte, physiognomisch, wenn ich sie nebeneinander gesehen habe. Nicht aber, wenn ich eine einzeln traf. Es waren also relative Merkmale. Verene hatte etwas größere Augen und war im Ganzen etwas hübscher als Röschen, so ist die andere. Namen merkt man sich viel besser wie Nummern. Und die Nummern von diesen Gänsen wüsste ich heute nicht mehr. Und Adola konnte genau dasselbe wie ich, erkannte sie auseinander, wenn sie beisammen waren, und balzte dann nur auf Verena und vertrieb Röschen. Wenn er eine einzeln sah, wusste er nicht, welches ist. Als Verena legte, mit dem Legen hat eine ganz ein besonderes Geschrei, das sogenannte Nestgeschrei. Jetzt wusste er, meine Frau ist die mit dem Nestgeschrei und vertrieb Röschen immer. Röschen legte 5 Tage später, als sie auch ein Nestgeschrei hatte, erkannte sie wieder nicht. Dass er sie nicht erkannte, sah man daran, dass wenn er eine allein auf dem Teich trifft, begrüßte er sie zärtlichst und führte sie zu Nest, aber zu Verenas Nest. Und wenn es Röschen war, dann war er plötzlich in einem Konflikt, da sitzt sie ja und da ist sie auch. Und dann sah er zweimal hin und her und dann vertrieb er die Falsche. Also er konnte ganz genau das, was ich kann. Das setzt also voraus, wir wissen beim Menschen, dass das die Leistungen komplexester Gestaltwahrnehmung ist. Also erlernter Wahrnehmung. Selbstverständlich kann man nicht angeborene Reaktionen auf ein Individuum haben. Also die hochentwickelte Gestaltwahrnehmung ist bei den audiovisuellen Tieren, die leicht analysierbare Quelle der Information. Und da sehen wir auch, ob sich Männchen und Weibchen unterscheiden. Und wenn wir von sexuell monomorphen Tieren reden, heißt das immer, dass sie audiovisuell monomorph sind. Wie die Morph zum Beispiel die Garnele Hymenoptera ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass das Männchen sein Weibchen ganz sicher am Geruch erkennt und an nichts anderem. Das Zusammenhalten von Paaren durch Reaktion aufeinander ist also ganz sicher davon abhängig, dass das Individuum, mit dem man verbunden ist, individuelle Merkmale besitzt. Diese individuellen Merkmale müssen deutlich unterschieden werden von angeborenermaßen beantworteten sexuellen Signalen. Also wenn eine Stockente den grünen Kopf eines Erpels mit positiven Reaktionen beantwortet, so ist es eine angeborene Reaktion, die für alle Erpel gilt und nicht für einen bestimmten Erpel. Und wenn man ihn also individuell kennt, so schwindet die Bedeutsamkeit, die Wichtigkeit der allgemeinen Männchen- und Weibchenmerkmale, der bunten Signale. Sodass also es uns verständlich ist, wenn die meisten, ich rede jetzt von audiovisuellen Tieren, von Fischen, Knochenfischen und Vögeln, wenn die meisten paarbindenden Arten wenig sexuell dimorph sind. Bei den vielen Anatiden, wiederum eine Gruppe, die wir besonders gut kennen,
gibt es kaum eine Art, wo beide Geschlechter Brut pflegen, die stark sexualdimorph sind. Es gibt einige unter den Tadorninen, gibt es einige Unterschiede. Bei den Hühnervögeln, wo es noch weniger Fälle gibt, in denen die Männer mit Brut pflegen, ist es besonders auffallend, dass die brutpflegenden Arten monomorph sind. Ich erinnere Sie an den Ohrfasan, bei dem das Weibchen männchenfärbig ist. Bei den Anatiden gibt es beides. Es gibt monomorphe Arten, bei denen das Weibchen männchenfarbig geworden ist, so wie bei Crossoptilon, so wie beim Ohrfasan. Es gibt aber auch viele Arten, bei denen das Männchen weibchenfarbig geworden ist. Bei den Anatini, wo die Männchen, bei den Enten im engeren Sinne, wo die Männchen meist bunter sind, ist es sehr interessant, dass gerade die brutpflegenden Arten, wie die georgische Spießente und die chilenische Pfeifente, weibchenfarbig sind in beiden Geschlechtern, während die chilenische Pfeifente weibchen-männchenfarbig sind. Und wir kennen keine brutpflegende Ente, bei der das anders ist. Es ist also ganz sicher so, dass die Bindung auf individuellen Kommunikationen beruht, die also individuell verschieden sein müssen. Es setzt also die individuelle Bindung immer schon eine gewisse Lernfähigkeit, eine hohe Lernfähigkeit auf dem Gebiete der Gestaltwahrnehmung und auch sonst voraus. Damit stimmt eine sehr interessante Korrelation, dass nämlich innerhalb einer Tiergruppe, seien es die Fische oder die Entenvögel oder die Hühnervögel, immer gerade die klügsten, die lernfähigsten, diejenigen sind, bei denen die besten Barbildungen stattfinden. Wenn Sie nun beim Menschen analysieren, bitte ich behandle jetzt Paarbindung und Bindung überhaupt so durcheinander. In der Reihe der Wirbeltiere sind die ersten individuellen Bindungen, die wir überhaupt kennen, Bindungen zwischen den Partnern eines heterosexuellen Paares. Die Bindungen, die größere Gruppen umfassen, sind wahrscheinlich aus der Familie hervorgegangen. Die Gruppenbildung bei Wölfen, bei Kaniden, und wir werden heute Herrn Kummer hören, wie es bei den Affen ist, weiß ich es nicht, sind wahrscheinlich auch aus der Familie, aus einem langen Familienzusammenhalt hervorgegangen. Und bei den Gänsen gibt es ja auch Gruppen, ich werde noch vom Triumphgeschrei reden, die deutliche Familiengruppen sind. Aber als Prototyp der Bindung behandle ich jetzt die ganze Zeit die Bindung zwischen den Gatten eines Paares. Wenn Sie beim Menschen analysieren, was Sie an einen Freund bindet, finden Sie, dass es immer gemeinsame Funktionen sind, die man gerade mit dem, besser als mit irgendeinem anderen, vollziehen kann. Wenn ich beobachte zum Beispiel an mir selbst, dass es gewisse Dinge gibt, bei denen mir unmittelbar einfällt, das möchte ich gern meinem Vater erzählen, der lange tot ist, oder meinem Bruder. Das sind andere Dinge, die ich mit meinem Vater gemeinsam habe, als die ich mit meinem Bruder gemeinsam habe. Und es gibt Dinge, die ich ganz bestimmt, weiß Gott, Gotthard Wolff oder Gustav Kramer erzählen möchte, weil das den interessieren würde. Es sind also Gemeinsamkeiten, es sind also Aktivitäten, die man nur mit einem bestimmten Individuum vollziehen kann, und eine dieser Aktivitäten, über die eigentlich Wickler berichten sollte, weil er das besonders untersucht hat, ist der Duettgesang bei verschiedenen Vögeln, aber auch bei einzelnen Primaten. Zugrunde liegt diesem Phänomen etwas, was Nicolai als erster am Gimpel entdeckt hat. Ein Gimpel sind imstande, von ihrem Vater den Gesang zu lernen. Das ist echte Tradition. Der junge Gimpel tritt zu einer bestimmten Phase seiner Entwicklung in leicht sexuell gefärbte Relationen zu seinem Vater. Er balzt ihn etwas an und hört ihm zu. Und nur bei dieser ganz spezifischen, phasenbedingten Vaterbindung ist der Gimpel bereit zu lernen.
Nikola hat es dadurch nachgewiesen, dass er einen Gimpel, der von Kanarienvögeln aufgezogen wurde und einen Kanarienvogelgesang gebracht hat, in einer Voliere hielt mit anderem Gimpelpaar und der die Söhne dieses Kanarien singenden Gimpels, der wie durch ein Wunder nicht Kanarien geprägt war, das war selten, das war ein ganz glücklicher Sonderfall, die Söhne dieses Gimpels behielten rein den Kanariengesang ihres Vaters bis zum Urgroßenkel, bis zum Urenkel. Weiter hat er es nicht gezüchtet. Und lernten nicht den Gimpelgesang von den vielen anderen in der Voliere und in der Nachbarvoliere vorhandenen Gimpel. Auf diese Weise lernt ein Gimpel, den ein Mensch aufzieht, den der Gimpel als Vater betrachtet und etwas anbalzt zur richtigen Phase, lernt er auch ein Lied singen. Und dieses Phänomen hat nun Nikolai zu einer Entdeckung geführt, die auch gestaltpsychologisch so unglaublich interessant ist. Der Gimpel hat nämlich eine gewisse Tendenz, das Lied, das er angefangen hat, zu Ende zu singen. Wenn Sie dem Gimpel nun in der richtigen Tonhöhe, er kann etwas transponieren, aber nicht viel, das Lied vorsingen und plötzlich vorpfeifen und plötzlich aufhören, so nimmt der Gimpel mit der unglaublichen Reaktionsschnelligkeit, die allen Vögeln zu eigen ist, die Melodie auf und pfeift sie weiter. Und zwar an beliebiger Stelle. Das ist sehr merkwürdig, weil es nämlich zweifellos den Schluss zulässt, dass der Gimpel eine Melodie als eine Ganzheit erfasst, als eine Gestalt erfasst, deren Durchbrechung ihm anthropomorph gesprochen unangenehm ist, kurzum, deren Ganzheit er aufrecht zu erhalten bestrebt ist. Und wahrscheinlich sind einige ähnliche Phänomene die Basis gewesen, auf der eine ganze Reihe von Vogelgruppen, nämlich die Drongos, die den Corviden nahestehen, einige Würger, zum Beispiel Laniarius, und die Bartvögel Capitonidae, als Paarbildung, als Paarbindungsmechanismus einen Duettgesang ausgebildet haben, in dem jedem Vogel etwas, ein bestimmter Anteil zufällt, der durch den anderen ergänzt wird. Und ich kenne das besonders gut von Bartvögeln, die eben vor meinem Arbeitszimmer wohnen und die ich also zu jeder Tageslichtstunde höre. Das Duett ist gar nicht besonders schön, verbunden von ganz bestimmten ritualisierten Bewegungsweisen, die ganz ruckweise Schwanzbewegungen, in ganz ruckweise Schwanzbewegungen und Kopfbewegungen bestehen, unglaublich komisch sind. Der Gesang ist keineswegs schön und das Paar, das vor meinem Fenster sitzt, macht einen Zwiegesang, der klingt und Sie würden, wenn Sie das zum ersten Mal hören, glauben Sie absolut, dass es ein Vogel sein muss, der das macht. Nur in der Früh, wenn Sie zu singen beginnen, hören Sie, dass der Gauer sagt, anfängt und dass der andere Kikik sagt, dann sehen Sie es auch. Sie sehen auch an den, unmittelbar an den Brust- und Schwanzbewegungen, wer was sagt. Und dass der Gauersagende braucht den Feedback des Kikik, um in Schwung zu kommen. Und wenn Sie in der Früh anfangen, so klingt das, wie wenn einer einen schwer startenden Motor anlassen will. Das geht nämlich ungefähr folgendermaßen. Gauer, 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 Kick, Gauer, Kick, Gauer, Kick, Gauer, Kick, Gauer, Kick, Gauer, Kick, dann geht es. Das ist urkomisch und wenn Sie die beiden Vögel sehen, ist es noch komischer. Nun, bei dem Drongo geht das so schnell, das Wechsel der Strophen, dass Sie beim direkten Zusehen kaum drauf kommen, wer was sagt, und dass eine sehr lange Analyse notwendig war, um nachzuweisen, dass überhaupt die einzelnen Teile des Zwiegesanges, die dem einen und dem anderen zukommen, wirklich konstant Aktionen des einen und des anderen sind. Und da muss ich meinem Freund Wolf in etwas widersprechen.
Wir haben da im Tonband sehr wohl die Zeitlupe benutzt. Die Zeitlupe beim Tonband ist sehr einfach. Sie lassen es etwas langsamer laufen und plötzlich wieder ganz langsam. Und dann können Sie sehr gut analysieren, wer was sagt. Und dann sehr gut ist es das langsame Vorspielen an der Hand mit dem Tonspektrogramm optisch. Diese Lanyarius haben also auch ganz bestimmte Tongemälde, an denen Männchen und Weibchen beteiligt sind. Wickler hat das unglaubliche Kunststück fertiggebracht, das im Freiland und in Gefangenschaft zu studieren, an demselben Paar. Nehmen Sie mal Tonaufnahmen von einem Paar Vögel in Afrika auf und bringen Sie dann dieselben Individuen nach Europa, gesund, gepaart und noch singend. Das ist also rein tierhälterisch, ein solches Kunststück des Unglaubliches. Ich würde, glaube ich, mir selbst Unrecht tun, wenn ich nicht auf die Paarbindungsmechanismen bei der Graugans zu sprechen käme. Wir suchen also nach physiologischen Mechanismen, die Paare zusammenhalten. Und unter diesen Mechanismen spielen natürlich Sachen eine Rolle, die angeborenermaßen wirken, die aber dann plötzlich ihre Wirksamkeit einengen. Das heißt, die Reaktion wird plötzlich selektiver. Und ein Signal, das an sich bei jedem Artgenossen wirkt, wirkt plötzlich bei einem bestimmten um sehr viel stärker. Das hängt auch mit Bekanntschaft zusammen. Und viele dieser Signale, viele der aggressionshemmenden Signale, der sogenannten Befriedungsgesten, sind vom Verhalten des Jungtieres abgeleitet oder vom Verhalten des Sexualpartners. Diese aggressionshemmenden Mechanismen können bei einer Art unabhängig von der persönlichen Bekanntschaft funktionieren und erstaunlicherweise bei einer anderen an persönliche Bekanntschaft gebunden sein. Bei Kaniden ist die Demutgeste vom Verhalten des Jungtieres abgeleitet, wie schon das Ehepaar Menzel richtig gesehen hat. Schnauzenstoßen und auf den Rücken fallen und so weiter sind alles Verhaltensweisen des Hundebabys und sind also sekundär zu Demutgästen geworden. Bei Haushunden und wahrscheinlich auch beim Schakal wirkt die anonym. Das heißt, jeder Hund, der das macht, ist vor dem Angriff eines erwachsenen Tieres sicher. Bei den vom nordischen Wolf abstammenden Hunden, also bei Huskies, Schlittenhunden, Malamutes und so weiter, ist außerdem notwendig, dass das betreffende Hundekind Meutenmitglied ist. Also das ist ein sehr interessanter Mechanismus, da plötzlich etwas dazukommt. Eine weitere Bedingung dazukommt, des persönlichen Kennens. Eine dritte, also sexuell derivierte, pseudosexuelles Verhalten, wir entwickeln was erzählen davon, und kindliche Verhaltensweisen, sind zwei Quellen von Befriedungsgästen. Und eine dritte sind die sogenannten neu orientierten Drohbewegungen. Die Ablösungszeremonie bei Cichliden besteht darin, dass die Partner des Paares aufeinander zukommen, sich androhen, einen Moment, also Drohstellungen annehmen, aber beim Drohen nicht stehen bleiben, sondern betont aneinander vorüberschwimmen. Sehr anthropomorph gesprochen heißt das, ich greife an, aber nicht dich. Ich greife in einer anderen Richtung an, als auf dich. Das ist also die Umorientierung einer an sich aggressiven Bewegungsweise. Bei Cichliden ist es auch so, dass sie sich individuell kennen. Andererseits ist auch diese Geste tut man nur einem individuell Bekannten. Das ist keine Erklärung, ich weiß, aber vorläufig beschreibe ich nur. Und bei Kranichen ist der berühmte Tanz der Kraniche eine Ritualisierung genau desselben Vorganges. Der Kranich nimmt zuerst Drohstellung dem Partner gegenüber ein, macht dann plötzlich eine Kehrtwendung um 180 Grad,
Ich darf mich nicht vom Mikrofon abwenden und vollführt dann Angriffsbewegungen in der umgekehrten Richtung. Wenn ein Innocent Bystander daneben steht, greift er den an, was immer es sei, Ente ganz, wenn nichts da ist, nimmt einen Stein und hackt auf ihn und wirft in die Luft. Und das heißt, ich bin groß und schrecklich, aber nicht gegen dich. Bei der Gans ist nun aus die Begrüßungszeremonie, das berühmte Grüßen der Gänse, das fließend ins Triumphgeschrei übergeht, auch aus einer Drohgeste entstanden phylogenetisch und unterscheidet sich von der Drohgeste nur durch die Richtung. Der vorgestreckte Gänsehals, den Sie alle kennen, ist Drohung. Die Abweichung dieser Drohung aus der Richtung des Freundes, das Vorüberdrohen, heißt gewissermaßen, nochmal anthropomorph zu sagen, komm, wir wollen den verhauen, zusammen. Ich bin nicht auf dich böse. Wir haben lange Zeit geglaubt, dass es zwischen den Gänsen einer Familie keine Rangordnung gibt, weil sie nämlich in Kämpfen zwischen den Familien zusammenstehen und daher als Familie eine einzige Rangordnungsstufe in der Gemeinschaft der Gänsekolonie einnehmen. Das ist ein völliger Trugschluss, nicht? Zwei Brüder werden zusammenstehen, wenn sie in der Schule gegen fremde Buben kämpfen. Das hindert aber nicht, dass zwischen ihnen zu Hause Kämpfe stattfinden und dass sie eine gemeinsame Rangordnung haben. Eine Rangordnung innerhalb der Familie haben. Nun, bei Gänsen etabliert sich diese Rangordnung interessanterweise, die Rangordnung zwischen den Küken, innerhalb der ersten Tage. Wir haben eine Gänseschar heuer genau untersucht, bei der diese Rangordnungskämpfe stattfanden, als sie etwa 40 Stunden alt waren. Dabei waren wir schon nervös, weil sie voriges Jahr, wir es zum ersten Mal gesehen haben, noch früher waren. Und die Rangordnung hält dann mit geringen Änderungen bis zum Herbst. Das Protokoll, das meine Studentin Schäfer darüber aufnahm, zeigte sie mir, und ich habe sofort gesehen, an diesem Protokoll ist ja die ganze Rangordnung, das hat sie mir nach den Ferien gezeigt, das ist die Rangordnung der Gänse, wie ich sie jetzt kenne. Und sage, ja, wann, über welche Zeit erstrecken sich die protokollierten Rangordnungskämpfe? Sagt sie, steht doch dran. Und da steht dran, 31. April von 1 Uhr bis 1.30 Uhr morgens. Da sehen Sie die ganze Rangordnung der Schar, wie sie im Juli noch war. Worin besteht nun die Rangordnung? In einer bestimmten Art zu grüßen, die relativ zwischen zwei Individuen ist. Das höherstehende Individuum zeigt weniger Umorientierung. Der grüßt direkter auf den anderen zu. Das untergeordnete Individuum muss stärker abweichen von der Richtung auf den höherstehenden. Außerdem grüßt bei hoher Intensität des Triumphgeschreis, also dieses Grüßens, grüßt der Übergeordnete intensiver und stärker. Also, ich kann auf einen jungen Studenten zulaufen und sagen, ach mein lieber Herr Meier, ich freue mich so, dass Sie wieder da sind, erzählen Sie doch und so weiter. Wenn er auf mich zustoßen würde und sagen, lieber Professor Lorenz, ich freue mich so, wäre ich erstaunt. Und diese Intensität, also bei hoher Intensität, ist das Grüßen des Ranghöheren intensiver. Bei niedriger Intensität, wenn man sich also nur so vorübergeht, nicht lang getrennt war, also das Ganze auf einem niedrigen Intensitätsniveau ist, grüßt der Untergeordnete öfter als der Übergeordnete. Das heißt, es kommt sehr oft vor, dass der Untergeordnete ein bisschen grüßt und der Übergeordnete nicht antwortet. Sagen Sie mir nicht, dass diese Analogien bedeutungslos sind. Sie sind außerordentlich interessant. Es kann auch, wenn die Kämpfe die Rangordnung nicht klar etabliert haben, kann es sein, dass zwei Geschwister mit dem stärker oder weniger stark abweichen, umorientieren,
sich ihre Rangordnung später ausschnapsen. Das ist ein rein moralischer Kampf. Der eine kommt näher, das geht dann oft so, dass einer, ich mache es in die Vertikale, das ist natürlich horizontal, dass einer ein bisschen frecher ist und der andere abweicht, dann ärgert sich der, wird umorientiert weniger, dann gibt wieder der andere nach. Und durch dieses rein Freundliche, das ist bei Begrüßen, besonders wenn man gerade zusammen jemanden Fremden verhauen hat, dann kommt diese in der Gruppe bestehende Rangordnung am deutlichsten zum Ausdruck. Ein Protokoll noch genau erzählt. Die höherstehende Gans und die tieferstehende Gans einer Gruppe, Resi und Sophie, erringen zugleich einen Sieg über zwei befeindete Gänse. Der Gegner Resis, der Übergeordnete, taucht. Der Gegner Sophies flieht, Sophie in sein Unterrückengefieder verbissen. Nun, das ist die optimale Situation für ein Triumphgeschrei, dass man den Besieger, den Besiegten weit verfolgt und nun zurückkommt zur Gruppe. Daher ist jetzt in diesem Augenblick Sophie, die Untergeordnete, stärker Triumphgeschrei motiviert als die Resi, deren Gegner weggetaucht ist. Daher grüßt Sophie zu intensiv, für Resis Gefühl zu intensiv. Resi verweist es ihr, indem ihre Umorientierung aufhört. Sie einen Moment direkt auf sie grüßt, worauf die sofort verstummt. Und Resi hat aber den besiegten Gegner, der weggetaucht ist, schon verloren und ist jetzt entspannt und badet. Im Moment, wo ihr Kopf unter der Oberfläche verschwindet, bricht die Untergeordnete ein intensives Grüßen aus, um jedes Mal wieder zu verstummen, wenn ihr Kopf über der Oberfläche erscheint. Nun, dies ist eine freundliche Reaktion und zeigt zu Recht, dass die Rangordnung nicht mit Feindseligkeit verbunden sein muss, sondern im Gegenteil dazu da ist, Feindseligkeiten innerhalb der zusammenhaltenden Gruppe zu verhindern. Ich bin auf die Gänse etwas näher eingegangen, weil es bei denen so deutlich ist, dass gerade das Triumphgeschrei und gerade die Feinheiten des Triumphgeschreis, die Feinheiten der Abstimmung, den Partner unersetzlich machen. Und die Unersetzlichkeit des Bindungspartners ist, glaube ich, bei keinem untermenschlichen Lebewesen so ausgesprochen wie bei der Graugans. Der Hund gilt nicht, weil der Hund also sehr stark selektiert ist auf menschliche Eigenschaften. Und ich möchte, viele von Ihnen werden wissen, wie traurig ein Hund sein kann. Vor allem, wie traurig ein Hund sein kann, wenn er seinen Partner verliert, wenn er seinen Herrn verliert. Die meisten Hunde sind darin genau wie Kinder, dass sie in Tieftrauer verfallen, wenn sie ihren menschlichen Partner verlieren, vor allem, wenn sie den Partner zugleich mit Umgebungswechsel verlieren. Also die wenigsten Hunde vertragen es, dass man sie zwecks einer Sommerreise in den Zwinger steckt. Da wird der beste Hund neurotisch, nämlich gerade der beste Hund neurotisch. Nun, ich kann wohl die Graugans nicht besser beschreiben, als ich sage, kein Tier kann so traurig sein, kein außer einem sensitiven Hund gibt es kein Tier, das so traurig sein kann wie eine Graugans, die ihren Partner verloren hat. Sie kehrt dann häufig zu den Eltern zurück. Also wenn eine Graugans, die ich aufgezogen habe, plötzlich wieder mir nachläuft, ist meine erste Frage, wo ist ihr Gatte oder ihre Gattin? Denn wahrscheinlich hat sie den Partner verloren. Eine solche Graugans ist so traurig, dass sie in hohem Maße unfallsanfällig wird. Sie wird vom Fuchs gefressen oder sie fliegt gegen Telegrafenleitung und so weiter, weil sie so dasig, so eben deprimiert ist. Die objektiven Kriterien sind alle die, die John Bowlby, der große Kinderpsychologe und Kinderpsychiater, in seinem Buch Attachment and Loss, Bindung und Verlust, beschreibt. Sinkende Sympathikotonus und so weiter. Also das gibt es alles, nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier. Ich komme bei Menschen an. Wir wissen vom Menschen, dass er der Trauer fähig ist. Ich habe schon ein bisschen was davon gesagt, worin die Bindung besteht. Die Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Funktionen, die man nur mit einem bestimmten Partner ausführen kann. Und ganz primitiv gesagt, es ist keine Blasphemie, wenn ich sage, mein Vater fehlt mir dann, wenn ich ihm etwas erzählen möchte. Und das ist nicht rein egoistisch, denn ich will ihm ja etwas erzählen, was ihn freuen würde. Also die Gemeinsamkeit der Funktion
ist bei Menschen also vielfältig, auf viele Sparten verteilt, so wie es deshalb bei Menschen keine klare Rangordnung gibt. Bei Menschen sind die Bindungen, also auch bei Menschen, so wie bei den Grüßen der Graugans, sind die Bindungen des Menschen sehr intensiv mit einem Vorherrschen und Nachgeben. Vorherrschen des einen, Nachgeben des anderen verbunden. Es gibt Leute, die in bestimmten Hinsichten sehr viel gescheiter sind wie ich, auf denen ich deshalb großen Wert lege, obwohl ich der Untergeordnete bin. Es ist nicht so, dass ich immer Recht haben will, sondern im Gegenteil. Ein einigermaßen nicht primitiver Mensch hängt sehr stark an denen, von denen er etwas lernen kann. Und wenn ich rückblickend die Liste meiner Lehrer betrachte, sind es die, zu denen ich in einem starken Verhältnis der Inferiorität stand, die ich also zu denen ich sehr stark emporblickte, die ich am meisten geliebt habe. Also Bindung und Rangordnung korrelieren ganz anders, wie Freud glaubt. Der glaubt, wie die Psychoanalyse glaubt. Die glaubt, dass jede Dominanz mit Liebesverlust bezahlt werden muss. Zwischen zwei Freunden sind also sehr viele Sparten, in denen das Rangordnungsverhältnis verkehrt ist. Wenn meine Frau sagt, dieser Mensch, den du da so gern hast, pass auf, das ist kein Freund, das ist ein Feind, dann glaube ich ihr, gegen mein Gefühl, weil ich so oft erfahren habe, dass sie recht hat. Und wenn ich etwas wissenschaftlich beschließe, gibt sie ohne weiteres nach. Und ich könnte viele Sparten aufzählen, in denen das zwischen zwei Freunden so ist. Und in einer Gruppe zusammenarbeitender Freunde ist das ganz selbstverständlich so. Die Dominanz einer technischen Assistentin, der Gudrun Lamprecht, punkto Auge für reinrassige Stockenten, geht so weit, dass sie mich anschreit, nachdem sie zurückgekommen ist, weil so viele mischrassige Stockenten herumschwimmen und wir von Stockenten überhaupt nicht mehr reden können, weil es also scheußliche Hausentenmischlinge sind. Und ich sage, ja, du hast ganz recht, wir werden, bitte sorg dafür, dass die wegkommen. Und wenn mein technischer Mitarbeiter Guido Hickstedt, der das Seewasser macht, sagt, er wird jetzt das Seewasser ganz anders machen, so fragt er mich erst gar nicht, sondern er fragt mich nur, ob wir genug Geld haben, und dann frage ich die Margret Schleit, ob ich sie bewilligen kann. Aber das ist Mitbestimmungsrecht, das so lang funktioniert, als alle Freunde sind, als alle persönliche Bindungen haben. Weil man nämlich dann Vertrauen hat darin, dass der andere am selben Strick zieht. Also Bindungen, persönliche Bindungen sind die Basis alles fruchtbaren Zusammenhaltens von kleinen menschlichen Gruppen. Und die große Schwierigkeit jeder Demokratie ist diese Art der Mitbestimmung, die sachverständniskorrelierte Mitbestimmung zu institutionalisieren. Fragen Sie mich nicht, wie man das machen soll, aber jedenfalls ist das Auskunftsmittel, einfach Nasen zu zählen und zu wählen, ein Surrogat für das, was Sie wirklich anstreben sollten. Die Bindung, die zum Konsensus führt, ist die Stimme der Vernunft, ist die Stimme des menschlichen Geistes. Denn wenn Sie den Geist des Menschen überhaupt definieren wollen, so ist es eben jenes gemeinsame Können, Wissen und Wollen. Wissen, Können und Wollen, das wir aus unserer kulturellen, kumulierenden Tradition entnehmen. Es ist eine sehr vielsagende Erscheinung, dass Politiker, die manipulieren wollen, denen daran liegt, große Menschenmassen unfrei zu machen, als allererstes versuchen, Individualität und persönliche Bindungen zu unterdrücken, unmöglich zu machen. Lesen Sie mal von Leonhard die Revolution entlässt ihre Kinder. Das System, das also persönliche Bindungen möglichst unterdrückt, weil nämlich eine Gruppe unglaublich stark ist. Eine Gruppe von Freunden, die wirklich dasselbe wollen, ist für den Manipulanten schlecht zugänglich. Und leider ist auf der ganzen Welt ja die Entwicklung so, dass die großen politischen Richtungen, der Kapitalismus und das, was ich Kommunismus nennt,
auf Manipulieren spekulieren. Dass sie auf dass sie die Menschen in auf möglichste Manipulierbarkeit selektieren wollen oder sie zumindest daran gewöhnen wollen. Nehmen Sie das einfache kleine Symptom der Mode. Sie haben noch vor wenigen Jahren alles kaufen können. Heute, wenn Sie eine bestimmte Art von Kleidungsstück haben wollen, das hat man heute nicht mehr, das trägt man heute nicht mehr. Nein, das darf man nicht. Möglichst gleich alle. Man trägt solche Haare, man trägt solche Jeans, man steckt die Hände hinten in die Taschen, man macht es möglichst gleich. Das wird von allen encouragiert. Das ist das Ideal der Manipulanten. Und darin sind ja interessanterweise die großen Ideologien auf allen Seiten aller eisernen Vorhänge völlig gleich. Die Theorie des Behaviorismus, dass der Mensch nur ein Bündel bedingter Reaktionen sei, dass er gar keine angeborenen Reaktionen habe, keine Instinkte habe. Instinkte sind nämlich nicht nur Zwänge, sondern auch Menschenrechte. Das ist, dass es Instinkte nicht gibt, dass der Mensch nur das Produkt seines Conditioning sei, ist allen Manipulanten willkommene Mär. Und deswegen ist eben dies Weltreligion geworden. Und es ist doch eigentlich höchst paradox, dass Herr Brezhnev, Herr Mao Zedong und die ganz großen amerikanischen Produzenten die gleiche weltanschauliche Religion vertreten. Und nämlich die Manipulanten. Die Gruppenbildung, die Bildung einer Gruppe von Freunden, die zusammenarbeiten und eine Gruppenmeinung entwickeln, ist dem Manipulanten daher das Unwillkommenste, was es überhaupt gibt. Bindung, obwohl wir sie bis in das Tierreich hinunter verfolgen können, ist daher heute mehr als je das Rückgrat spezifisch menschlicher Rechte, menschlicher Würde und Freiheit. Ich danke Ihnen.